So, ich bin zu hören. Sehr schön. Jo. Na dann. Ladezeiten sind harte Zeiten. Dann. Neues Jahr, neues Glück. Noch Spiel fortsetzen und machen weiter, wo wir das letzte Jahr aufgehört haben. Vor Weihnachten war das, glaube ich. Der Woche vor Weihnachten haben wir das letzte Mal Ausflipper gestreamt. Heute geht es direkt weiter. Ah ja, stimmt, wir haben ja, das war's. Hier haben wir uns ein neues Büro gekauft. Das geht jetzt erstmal einzurichten. Gemadert werden muss hier. Und mehr und mehr. Ja, stimmt, beim letzten Mal haben wir hier nur erstmal nur ausgemistet. Den Schmutz weggeworfen. Überall durchgewischt. Einen Bunker haben wir aber noch, da ist noch, da müssen wir erstmal, wir fangen heute erst an mit Aufräumen hier. Jetzt müssen wir den Bunker aufräumen. Bevor wir uns das Büro einrichten und gestalten können. Aufträge haben wir nachher auch noch. Können wir hier mal reingucken. 6 Mails haben wir noch beauftragen können. Ebenezer Scrooge. Haben wir noch eine Weihnachtssache? Nachträglich. Warum nicht? Können wir noch. Ist zwar schon der 8. Januar. Weihnachtszeit schon vorbei, aber. Denke, dann können wir nachher noch ein bisschen Weihnachten machen. Muss ich erstmal wieder reinkommen. Wie war das mit den. Ach, hier. Der Wischmopp. Auf dem Minimap wird es uns zum Glück angezeigt, wo wir zu wischen haben. So, der Raum ist sauber, auch die Wände, auch wenn die Wände nicht danach aussehen. Da steht hier direkt ein Dusch im Weg. Alles umgeworfen. Oh je. Eventuell müssen wir neue Aufträge nehmen, um die Ausstattung des Hauses zu bezahlen. Was hier in die Richtung reinkommt, wird mich auch nochmal teuer. So. Das kommt ja alles raus.
Hintergrund vielleicht Neues rein. Ja, die Betten kommen definitiv auch sowas von raus. Diese altmodischen Betten. So, jetzt ist doch alles sauber. Okay. Kann ich hier aufsteigen? Doch, kann ich. Als nächste Aktion würde ich nämlich mal jetzt den Rasen wegmachen. Hier doch seriös und schön aussehen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das schon gemacht haben. Aber okay. Wächst er so schnell nach? Ja, genau daran kann ich mich dran erinnern. Wir haben das doch hier platziert. Dann sind wir da durch den Garten gerannt. Na gut, machen wir es nochmal. Da war das woanders, wo wir das gemacht haben. Die Flammenwerfer haben wir am letzten Stream bekommen. Am letzten Part. Und da wurde ihn mit Freuden ausprobiert. Da war ein Bunker. In so einer. Wie hieß das? Ein Lasertag. Schießmuseum renoviert und alles verbrannt. Amerika hier erstmal alles roden. Also der braucht einen Rasenmäher, wenn man mit einem Flammenwerfer drüber gehen kann. Und Garten will man hier hinten nicht haben, deswegen verbrannte Erde hinterlassen. Gibt es tatsächlich auch in Deutschland, wenn ich mich richtig erinnere. Nicht in dieser Art, aber dass man so einen Flammenwerfer, so einen Unkrautverbrenner hat. Mit dem man das Unkraut im Garten einfach wegbrennt. Was nie was gebracht hat. Das Unkraut wieder kommt.
vernichtet kein Unkraut, das vernichtet nur. Das sind nur gute Sachen. Jetzt haben wir auch die Blümchen verbannt. Das ist zum Thema Vernichtung. Vernichtung nur gute Sachen. Ja, das. Bald. Sieht ja freundlich der Garten halbwegs selbst aus. Weg. Ich glaube, das war's. Alles noch mehr abgeräumt. So, womit fangen wir an? Welchen Zimmer? Mit dem Bunker? Eher nicht. Arbeitszimmer, Schlafzimmer, eine Dusche. Da geht's raus, da geht's in den Keller. Da geht's auch noch raus. Fangen wir doch mal beim Arbeitszimmer an. Farben oder Tapeten. Was machen wir da? Japanische Ulme. IK-Holzpaneele. IK. Soll nicht das Möbelhaus XY darstellen. Gar nicht. Das würde ich eh auf dem. Das Paket fahren würde ich nicht auf dem Boden. Das Holz hätte ich. Eine Wand finde ich nicht gerade so toll. Sterne, Wallpaper. Ja, aber das ist dunkel. Dunkel und schwarz. Das kann man nicht gebrauchen. Mache ich das wieder heller, das Zimmer?
Violett meine ich. Reizvolle Lavendel. So, was gibt's denn hier für tolles Lila? So, heller Lavendel könnte klappen. Hier zusammen. Ein bisschen Amethyst. Das könnte was sein. Und eine ähnliche Farbe wie das andere Büro vorher. So, mit dem dunkleren würde ich vorsichtig vorgehen. Einzelne Akzente. Die Wand. Mit was dann den Rest schon. Hey, wir haben hier zu viel gekauft. Sieht ja fast gleich aus. Das finde ich ja eher nicht so gut. Nur helleres Violett. Bänder, Farben, Lila. Dezentes Lila war das nicht das, was wir gekauft haben. Gibt's denn noch ein helleres Lila? Ist eher dunkel, aber definitiv dunkler. Kräftiger als dieses Blasse hier. Okay, machen wir es so. Okay, das könnte man eigentlich noch mal dunkel streichen. Der Rest wird hell.
Wir wollen noch eine andere Farbe nehmen. Was passt denn zu... Was passt zu Violett? Was nicht zu krass daneben aussieht. Ein Blauton. Oder ein Rotton. Mit Rotton wäre ich vorsichtig. Nee, definitiv nicht. Wenn dann nur rosa. Blau. Ein Himmelblau. Türkis. Sanfte Brise, das vielleicht das. Könnte man probieren, das mal zu mischen. Andere anderen Fenster mit. Ich hoffe, das sieht nicht zu wild aus. Was könnte man, kann man machen? Ein bisschen mehr Farbe hinein. Ist immer nur ist so einfarbig zustellen, sondern doch ein bisschen und bauen wir aber noch einen zweiten, ups, noch einen zweiten Blauton. Wenn dann nur heller. Dunkleres Blau. Können wir im Schlafzimmer versuchen. Dann gucke ich, wie ich am Schreibtisch sitze. Lila. Wenn der Kunde da reinkommt, sieht blau. Ist der Kunde beruhigt und ich inspiriert. Genau wie es sein muss. Blau beruhigende Farbe, violett inspirierende Farbe. Perfekt. Sanfte Brise hatten wir jetzt. Können wir hier ein bisschen Horizont vielleicht? Es wirkt ein bisschen dunkler, habe ich das Gefühl.
Nicht den Mob reinstecken. Licht haben wir ja noch ganz drin. Da würde ich eher einen helleren Ton vorziehen. Blau, Türkis, Himmelssphäre. Erdiges Blau. Ein erdiges Blau, warum nicht? Und Grünblau. Ui. Ha, vielleicht ein bisschen zu krass. Ja, würde ich sagen, ja, zu krass. Das macht zu wenig Unterschied. Das vielleicht. Ja, das ist ein kräftigeres. Das passt zu dem da. Und jetzt bauen wir aber noch das hier, weil wir es gemalt haben. Horizont, man, nee, das war sanfte Brise. Genau. Hust, Hust. Das will ich schon wieder mal husten. So. So, dann was? Nimmt sich die Fenster so noch, damit man durchgucken kann. Die haben wir wohl letztes Mal nicht sauber gemacht. Sieht doch ganz okay aus, oder?
So. Das Wichtigste, bevor es Möbel gibt, geht, ist Dekoration. Gemälde, was haben wir da? Der alte Platz. Von dem Schiff, das wäre doch mal was. Orange auf Blau, das wäre auch schöner Kontrast. Schiff in den Sonnenuntergang. Oh je. Das ist groß. Den Platz haben wir ja gar nicht. Da wäre ich dann auch eher bei Dekoration, Gemälde. Diese schönen Berge. Fast auf dem Bildschirm. Bisschen Branding muss natürlich auch hier rein. Und wir noch was Schuss. Ein Hochsuperplakat, ich weiß nicht. Eine hat mir hier gefallen. Jo, das könnte man nehmen. Das sind die unzählte Box. Und so ein schönes Leitmotiv sein hier.
this room. Du stehst schon dran. Ich weiß nicht, soll ich den ein bisschen mehr nach zum Fenster verschieben? Erstmal Licht. Okay, hier die Kerze. Kronleuchtern. Eine Sonaform. Das hat was. Muss dann der Decke. Nur eine zweite Lichtquelle bräuchten wir. Stehlampe vielleicht. Passend dazu. Sieht hier sehr modern aus. Tisch noch eine Lampe. Jetzt hier noch so eine alte modische Lampe, das wär's. Ja, so ein Lämpchen. Den noch ein bisschen verschieben. Das sieht nämlich ein bisschen wackelig aus.
so. Noch gelüftet. Jetzt brauchen wir natürlich einen Stuhl. Erstmal brauchen wir einen Tisch. Großen Tisch, wo man sich ranstellen kann, die Pläne ausbreiten kann, miteinander Schlachtbesprechungen machen kann. Ja, Holz-Esstisch. So ein Schreibtisch vielleicht, wo man noch so, wo man noch sieht, da können noch Pläne reinpassen. Blick raus zum Fenster und mit Blick zum Bergen. Eher so würde ich sagen. Die Hausbaupläne kann man hier dann so auslegen, mit den Kunden besprechen und dann hier einen Tisch. PC ein bisschen Sachen machen. Braucht sie noch einen größeren Tisch und immer um da sich ranzusetzen, mal so ein bisschen eine Couch schon für den Kunden so ein bisschen auf der Couch zu sitzen. Tisch vielleicht nicht unbedingt, dafür steht der da. Dann so ein bisschen. Entspannt mal ein bisschen darüber gucken kann und dann so ein bisschen die beiden Logos nach 10 Uhr Zeit Box. Dunkelblau. In der blauen Wand hier unten passen. Da muss die Heizung noch hin. Heizung. Große Heizung. Und daneben Licht. Sie muss auch noch ein bisschen, wenn es geht. Mal schön den Rücken gewärmt.
Wichtigste der Bürostuhl. Greifenstuhl. Ganz genommen. Gute Gamerstuhl. Natürlich nie dem Kunden zugedrehten, den Rücken zugedreht. Auf meiner PC arbeitet, dann bitte zieht man den Kunden hier hin. Brauchst noch einen kleinen Stuhl. Klimastuhl hier. Klimastuhl, der nicht zu bequem ist. Sieht doch vernünftig aus. Bisschen klein vielleicht. Ja, warum nicht so? Den zu Kunden drehen, ein bisschen, ja. So ungefähr. So, ein Radio. So. Panoramamonitor mit Hintergrundbeleuchtung. Aha. Der PC-Building ist immer noch nicht aufgepasst. Ich brauche natürlich noch einen PC. Na? Bist du noch nichts zu sehen? Deko, oder?
kann man nicht wirklich was verbinden. Okay. Dann stellt er sich gut aus. Wird man die Sachen anzeigen lassen? Pläne auch digital. Steht das Bild aber sehr am Weg. Kurzhand umverlegt. Ein hübsches Bild. Spricht man was? Das ist im anderen Format. Das würde dahin passen. Nicht viel. Dann lässt man es einfach. Die Kopfhörer müssen natürlich noch hin. Und genau die und keine anderen. Was haben wir dann noch? Tastatur natürlich. Wirkt da mal ein bisschen klein.
Das sieht schon mehr danach aus. Die Maus größer als die Tastatur. Realistisch. Macht man nämlich nicht nur den Job, sondern auch die Streams und Videos aus dem Büro gleich. Holzaktenschrank. Und den gehört natürlich auch mit dazu. Vielleicht zwei davon. Verändern kriegt. Genau, ne? Dachte, die wäre lila. Aber gut, das ist jetzt eher nicht so das Ding. Was fehlt hier noch? Ein Beistelltischchen. Okay. So ein Beistelltischchen. Beistelltischchen.
hier so ein Hocker. Kann man noch Sachen abstellen drauf, wenn man auf der Couch sitzt. Zum Beispiel ein Deko-Stück. Hübsche Hose. Ah ja. Sieht doch schon ganz hübsch aus. Fehlt noch irgendwas? Die Zeitung. Ja. Noch ein bisschen Flagge zeigen. Oh je. So, haut's hin. Man niest von links nach rechts, wenn man sie schon nicht horizontal fängt. Dann so hin. Flaggen muss man lesen können. Von links nach rechts. In Deutschland wird es auch schwarz, rot, rot, weil links nach rechts. So. Man hier wieder eine tolle Ecke hier zum
zum Bild des Tages aushängen. Du müsst eigentlich hier hin. Schon mal ein Screenshot für die Endcard gemacht. Oder für Thumbnail war das. Haben wir das eingerichtet. Neues Thumbnail im neuen Büro. Zeitung aus. Dann haben wir das am letzten Mal eingerichtet mit der Flur. Da würde ich aber erstmal eine kurze Streampause machen. Dann machen wir mit dem Flur nicht weiter, sondern nehmen wir einen Auftrag an in so einem Bürozimmer. Nämlich das hier. Und das ist die Tradition, und das ist die Tradition weiterführen. Das machen wir gleich weiter. Schauen wir mal. Bis gleich, kurze Pause. Dran geblieben.
So. Na dann. Dann würde ich mal sagen, hier. Dieser Auftrag, den machen wir jetzt noch. Nehme mal kurz einen Schluck. Ist der Stream schon wieder da? Im Vorschaubildschirm hatte man ein bisschen Verspätung. Betreff, lasst uns die Tradition weiterführen. Hallo, jedes Jahr veranstaltet mein Chef eine Weihnachtsfeier für alle Angestellten. Jetzt ist er in Rente und ich möchte die Tradition fortsetzen. Ich könnte etwas Hilfe bei den Vorbereitungen brauchen. Ich habe es einem alten Paar günstig abgekauft, denn sie wollten näher zu ihren Verwandten ziehen. Es braucht nur eine kleine Auffrischung. Bitte verlege das Badezimmer nach unten, damit die Gäste Zugang haben. Und vergiss nicht, etwas Platz beim Klavier zu lassen, damit wir tanzen und Weihnachtslieder singen können. Liebe Grüße, Ebenezer Scrooge. Aha, für so eine Berühmtheit müssen wir es doch gleich mal machen. Wie wir das Badezimmer versetzen, weiß ich auch noch nicht, aber ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Einfach Anschlüsse rausreißen und unten installieren. Es geht. Hier im Spiel. Geht auch in echt, aber hier ein bisschen leichter. Deutlich leichter. Schneewehen entfernen. Ah, okay. Man kennt's. Vielleicht mal was machen mit der Schneeschaufel. Noch können wir Weihnachtsquests machen, ist noch nicht. Ist noch nicht verjährt. Der 6.1. war erst neulich. War erst diese Woche. Genau. Reykjaniks-Fest. Immer das Ende der Weihnachtszeit. Noch nicht zu weit hergeholt. Im Juli würde ich es jetzt nicht machen. Ja, nur eine Weihnachtsquest, aber jetzt am 8. Januar. Haben wir es alle noch im Hinterkopf? Haben alle so ein bisschen noch das. Der Weihnachtsspeck ist noch nicht wieder abtrainiert vom Weihnachtsbraten. Ist alles noch nicht so lange her. Das zeigt man noch. Der Streit mit den Großeltern am Festtagstisch, der ist auch noch präsent. Da hat man auch noch klare Erinnerungen dran. Man kennt's. So, räume den Müll auf. Och du, ich war schon dann. Kann gar nicht so viel Müll finden. Das waren schon 60%. Das ist schon. Oft habe ich schon hier in diesem Spiel schlimmere Wohnungen da aufgeräumt. Und schlimmer. Das sieht ja hier sehr hübsch aus. Das war alles an Müll. Fantastisch. Gegenstand verkaufen. Leuchte mit Glühbirnen. Sieht ja auch scheiße aus.
den Teppich einfach unterm Tisch wegziehen. Kommode für das Esszimmer. Nein, das war das Falsche. Sollte auch verkauft werden, aber. Ach, das war die Kommode. Das ist Kaffeetisch. Schrank für Trophäen. Hoppla. Ich glaube, der sollte nicht. Esstisch. Schuhschrank. So ein anderer Schrank. Die Stühle. Das ist so umgeben. Suche für zwei Personen. Ist alles wieder leer hier. Ich spiele den Diebstählsimulator. Meinst du? Reinige die Verschmutzung. Gibt's nicht viel Schmutziges. Zumindest in diesem Raum. Ach ja. Das ist hier aber noch eine. Hier war die Spinnenweber. Braune Bodenfliesen. Naja. Ist nicht mein Haus. Schön, dass man das hier flächendeckend mit zwei Klicks machen kann. Na komm. Das soll auch verlegt werden. Na komm. So sauber. Thank you.
So, hier. Braucht man denn noch ein paar Läufer? Das war gut. Fast alles auf einmal. So, Großheizung. So, Heizung ist dran. Zweite soll es noch sein. Ach ja, hier drüben. Muss ja viel geheizt werden. So, jetzt müssen wir hier einrichten. Das Bücherregal. Die Sessel. Naja, ich weiß nicht. Sieht immer noch sehr hässlich aus, aber... So, Couchtisch. Das soll Couchtisch sein. Okay. Und da die kleine Klotze drauf. Ist ja putzig. Noch Zeit, Couchtisch. Können wir vielleicht hier hinstellen. Kommt die Blume drauf. Weiße Sofa. Das muss dann die Witze. Dann müssen wir die nochmal neu platzieren. Badkatz. Ein paar Jucht. So, hier stand hier ein Couchtisch. Stellen wir den hier hin. Sieht schon fast aus wie in einem Altenheim. Sitzgruppen im Fernseher rum. Noch ein Sofa. Dann räume ich das erstmal kommt vielleicht hier in die Seite. Vielleicht dann als Positionierung. Ich habe das Gefühl, da kommt eh noch ein Schrank hin. Platzieren wir mal so. Das dann vielleicht so. Können nicht in den Fernseher gucken, aber
will wahrscheinlich auch niemand. So. Dich noch ein bisschen drücken. So können wir es doch machen. Trotzdem niemand was, aber in allerwenigstens zu tun, als wenn sowas sehen. Ein Benzinapparat. Der Schrank. Der kommt hier hin. Da passt die Pflanze doch ganz gut hin. Elektroofen, okay. Ja, doch hier hin. Den Schrank dahinter. Klaffruf. Wo kommt das hin? Ich will auch es nicht zustellen. Hier so ein bisschen. Ich kann hier noch durch. Und Schmucktisch. Stell ich erstmal hier hin. Hin. Tulpenkronleuchter. Sieht ja viel besser aus als der vorherige. Ah ja. Teppich rot und blau. Einfach grauenhaft. Kleiner Teppich blau.
Nur Teppich. Fliegt das nicht? Ja. Was dann doch hier hin? Ja. Ein Adventskranz. Lebkuchen aus. Wir haben noch keine Untersätze dafür. Also erstmal aufs Klavier. Nussknacker kann hier hin. Diese Weihnachtsgirlanden wieder. Weinkorb am Termin. So, Schnittbügel. Eine tolle heiße Schokolade. Okay. Eine große Kerze. Eine kleine Kerze. Nochmal kleine Kerze. So ein Weihnachtsglöckchen. Ein Mistelzweig. Über das Tür zum Lager, naja. Ah, jetzt macht der Weihnachtsmann. Jetzt gibt's Geschenke.
So. So, wenn jetzt muss dran, wie kitschig. Das Bücher setzt. Ah ja, okay, dann haben wir das Wohnzimmer hergerichtet. Okay, hier ist noch ein Stück mehr Arbeit. Okay, Müll mal zurück. Ach, hier steht noch Müll rum. Hier schon verkaufen, will ich damit berühren. Nun wird's dunkel. Okay, Verschmutzung. Sieht das im Glück nicht. Die Farbe so streichen. Thank you.
so die Decken dann besonders werden. Jetzt können wir auch die Verschmutzung sehen und wegmachen. Waldnebel ist die Farbe. Ich hätte jetzt eher als beige bezeichnet. Beziehungsweise als weiß. Matschiges Weiß. Ich bin beim Aja. Okay, jetzt sieht es echt wie ein Keller noch aus. Und das wird hier nur noch verstärkt. Wasserinstallation der Badewanne. Ach, Badewanne muss ran. Ui. Schön altmodischer. Sekunde, dass ich verzeihung, da war ich kurz abgelenkt. Und was uns noch zum Detonator? Achso, jetzt kommt die Toilette hier hin. Wo sollen die hier noch reinpassen? Hier möglicherweise. Toilette. Gleich mal eingeweiht. Eine Spüle. Na sicher. Das ist Waschbecken. Das kann hier ran. Aufdrehen. Mhm.
so hier mal zusammengeschraubt. Hier ist noch mehr Inhalt. Okay. Handtuch, Heizkörper. Ich glaube, das hängt ein bisschen hoch. So, Spiegel brauchst du natürlich noch. Ein Teppich auf dem Klo. Gute Idee. Endmodus Hängeboot. So, das ist hier schon vorgegeben. Okay. Bild blaue Quadrate. Daneben hängen. So, dann sind wir auch mit dem Zimmer fertig. Weiter geht's hier hinein. Okay. Gut, ich mache mal eine kurze 5-Minuten Pause. Nachdem ich die Toilette eingerichtet habe, muss ich auch mal auf Toilette. Bis sehr gleich. Bleibt dran.
So, machen wir noch den Auftrag zu Ende. Müll wegräumen. Wo ist hier noch mehr Müll? Hier und hier. Gegenstand verkaufen. Stuhl Ingolf. Ingolf. Lichtschrank mit einer Tür. Einfach alles verkaufen. Möchte mit Blübern. Zack, es ist dunkel. Schmaler Vorhang. Abzugshaube. Rein in die Verschmutzung. Ach, das haben wir noch nicht gemacht. Zwei kleine Fleckchen. Streichen die Farben leicht bis mit Wand. Nächsten Leben kann man für okay. Okay, dann würde ich erstmal mit den Wänden anfangen. Das Engelsbild bloß so bleiben. Ja. Die werden also die Innensachen werden nicht mitgezählt, weil sie wahrscheinlich auch nicht angestrichen werden sollen. Nur die horizontalen hier, die vertikalen. Ja, da höre ich jetzt natürlich nicht auf. Streich das hier noch zu Ende. So, jetzt können wir gießen. 15 davon sollen wir verlegen. Ups, weg sind so. Ja, blöder Witz. So, ran da. Thank you.
Das bleibt so. Okay. So unverändert kann ich das ja nicht stehen lassen. Das ist doch zum Schreien. Kein kostet 100 Euro. Bodenfliesen liegen per Hellgelb. Achso, hier diese die Bodenfliesen. So, schmaler Vorhang zum Einbauen. Tut's. Das zweimal. Läuft das Team eigentlich schon wieder? Mein Bildschirm hängt sich auf. Ah ja, das wäre peinlich. So, noch einen schmalen Vorhang. Schmaler Vorhang, sagte ich. Okay, jetzt kommt der Mist hier alles wieder rein. Im Ofen. Abzugshaube, die logischerweise in den Ofen kommt. Ein Kühlschrank, oh je. Die Magneten. Wild und durcheinander. Eckschrank. Und welche Schrank aber noch einmal anfangen? Mit braunen Möbeln zu kommen.
Wo passt der jetzt rein? Hier passt der rein. Und jetzt wohl Licht. Brillenschrank mit Waschbecken. Du musst hier noch ein bisschen rücken. Ich echt nicht nach oben. Und so problematisch, wenn das noch weitergeht. Zwar keiner mehr ran, aber was soll's. In Deutschland immerhin jetzt mal langsam hängt. Sie werden es noch zum Glück gewohnt. Okay, Tisch mit unpassender Tischdeckung. Dazu unpassende Stühle. Das passt so, dass der nicht lange genug an der Wand dran steht. Ach, was soll das? Ich kann hier. So, dicke Lampe. Die ist groß. Mehr Küchenutensilien. Kerzen, Alter. Ah, und eine Kerze zündet die Gardinen. Schön. Ein Küchenbrett. Ein Geschirrständer. Wir kommen vielleicht mal hier neben das Waschbecken. Tassen, einen sehr passenden Krug, nur zwei davon hingestellt. Eine Teekanne. So ein Wärme gehört hier natürlich auch mit dazu. Okay.
so viel von denen. Und noch ein Holzschrank, der hier unten irgendwo hin muss. Dann halt so rum. Sollen die ja nicht hinpassen. Das soll so schief hier. Der Eckschrank kommt hier hin. So, sehr schön. Jetzt raus. Im Obergeschoss gibt es noch einiges. Oh Gott. Das ist eine Wandsammlung. Okay, Boden fließen legen. Das schon wieder. So. Und so. Wie der schmale Vorhang. Okay, der Fertigkeitspunkt. Okay, gefährliche Bauarbeiten, wenn wir hier weiter so machen. Auch in den anderen beiden Fenstern. Zum Glück kann dieser Charakter schweben. Sag ich doch, dann schweben. Und noch eine Heizung. Sollen wir noch den
Oh je, den Flur mit 12 Gegenständen zu müllen. Ach du Scheiße. Großer Schrank. Ja genau, weißer Schrank, genau, ist die richtige Farbkombination. Eine Kuckucksuhr. Warum nicht? Möchte töten. Ein Pflänzchen. Noch eins. Die gute noch. Nimmt man die nicht auf? Da steht sie sehr sicher. Noch mehr unbezahlbare Vasen. Na, ach, sind nur für dich. Wirklich zurück. So, ich glaube, ich habe letztes Zimmer. Auf gar keinen Fall. Oh Gott. Gegenstände verkaufen. Hat die Tür verkauft. Zur Verschmutzung reinigen. Den Mann in die Erde. Ach, der berühmte. Kurze enge Abbruchhand. Noch die X-Mal hier eingebaut haben. Bett heben. Okay. Der dazugehörige Schreibtisch. Nachtschränkchen. Noch ein Nachtschrank. Wieso das alles hier reinpassen? Ah ja, einzelne Schranktür. Bad soll im Schrank versteckt sein. Ich frag gar nicht. Stuhl für den Schreibtisch.
bist du da doch noch hin. Den Teppich. Teppich, der jetzt schon schmutzig aussieht. Wozu habe ich denn das Regal, wenn ich da nichts draufstellen kann? Hier gibt es noch Verschmutzungen. Was wird daraus jetzt? Streich noch mal, verdammt. Ich hoffe, da gibt es viel Geld für. Ah, kein Korn. Ja, die Wand noch. Boden fließen legen. Bücherregal. Ach, hier wird ein begehbarer Bücherschrank raus. Sieh nix. Lederschrank. Den Sessel hier rein. Okay. Spiegel natürlich noch.
Das war eine Rumpelkammer. Lampe. Ein schwarzer Fleck auf dem Boden. Sieht ja scheiße aus. Dann mal schnell raus hier. Okay, Auftrag beenden. 100%. 5000. Joa. So viel zu unserer bescheidenen Zukunft. Also ich glaube, jetzt sind wir mit den Weihnachtsdingern durch. Und hier gibt's noch eins. Von Ebenezer Scrooge. Und es scheint nicht Weihnachts, doch. Ich kaufe die Lampen, denn mit dem Kit für Strom ausgehen, Kerzen reichen. Bezahle nur, was ich angefordert habe, kümmere dich um den Weihnachtsbaum, den mein Neffe weiß Gott wo gefunden hat. Okay, ausmisten nach Weihnachten. Können wir das nächste Mal machen. Juti. Na dann. Machen wir Feierabend. Nächstes Mal zum Hauptmenü. Na dann. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich schicke euch noch gleich die Endcard und dann Raid zum Hauptmenü. Dann sehen wir uns morgen schon wieder, wenn ich das richtig sehe. Zu Kingdom Come Deliverance, wenn ich das richtig im Kopf habe. Den Streamplan werde ich gleich noch posten. Auf Twitter und Discord. Auf Twitch sollte der schon zu sehen sein. Gut, und Freitag, ja genau, Freitag, 13. müsste es sein, der 13. Januar. Da schaltet unbedingt mal ein, weil da habe ich mein zweijähriges Twitch-Jubiläum. Ja, Freitag der 13. Ja, wenn er nicht abergläubisch seid, dann schaltet da mal ein. Dann können wir am Freitag den 13. mal ein bisschen Jubiläumsshow machen. Da werde ich ein paar, wenn ich mal wieder ein zweijähriges großer Spieleabend machen, mal ein paar Demo-Versionen anspielen. Ja, so der Plan. Am Montag gibt es erstmal Kingdom Come Deliverance. Dort, wo wir beim Silvester-Special aufgehört haben. Jo! Danke fürs Zuschauen. Abonnieren, Cards.